Klimawandel, Fachkräftemangel oder Energiekosten? Falsch gedacht. Die Gefahr von Cyberangriffen wird von Unternehmen mittlerweile als Geschäftsrisiko Nummer 1 angesehen. Der weltweit in 2023 durch Cyberereignisse verursachte ökonomische Schaden wird auf die immense Summe von 8 Billionen US-Dollar geschätzt. Im Umkehrschluss hat sich die Cybersecurity-Branche zu einem der am schnellsten wachsenden Sektoren der Informationstechnologie entwickelt. Hier locken Milliardenumsätze und traumhafte Margen. Aber warum ist die Cyberbedrohung mittlerweile eigentlich so groß? Betrifft mich das auch privat? Und wie kann ich als Anleger von dieser Boombranche profitieren? All das und mehr erfahrt ihr in meinem heutigen Podcast. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Und bei mir begrüße ich heute Markus Leistner. Er ist Aktienanalyst im Research-Bereich der DZ Bank. Dann sage ich Hallo Markus, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hallo. Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Markus, du hast Ende letzten Jahres eine umfangreiche Studie zum Thema Cybersecurity, den Bedrohungen und auch den Profiteuren geschrieben. Die Studie trägt den ja etwas bedrohlichen Namen Alarmstufe Rot. Ich glaube, da gab es mal einen Film mit Steven Seagal, der hieß auch so, oder? Und ja, ist die Bedrohungslage für Unternehmen bei Cyberrisiken eigentlich mittlerweile wirklich so groß? Ja, absolut. Und seitdem wir unsere Studie veröffentlicht haben, ist auch wieder einiges passiert. Und zwar gab es leider einige sehr erfolgreiche Angriffe auf Unternehmen und staatliche Einrichtungen. Und das Ganze hat sich auch nochmal in den Medien deutlich verstärkt, also im Fernsehen und auch in Zeitschriften. Und wir hoffen natürlich auch, dass dadurch dieses Bewusstsein für diese Wichtigkeit dieses Themas auch nochmal deutlich erhöht wurde. Und was man auch dazu sagen muss, dass diese ganzen Angreifer auch keinen Halt vor kritischer Infrastruktur machen. Das heißt, beliebte Angriffe sind dann zum Beispiel auf Krankenhäuser, Versorger und Kommunen. Und da ist es so, dass in letzter Zeit vermehrt Kommunen leider Opfer von Cyberangriffen wurden, da diese nicht über das gewisse Know-how und auch die IT-Sicherheit verfügen. Und was dann im Anschluss passiert ist, war im Endeffekt, dass Wohnsitzanmeldungen oder auch Abmeldungen oder auch Passausstellungen nicht mehr durchgeführt werden konnten. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem, nicht nur für die Kommunen, sondern auch für die Bevölkerung. Ich finde, das Thema ist trotzdem ein bisschen schwer greifbar. Ich meine, die meisten von uns haben sicherlich schon mal so von gehackten E-Mail-Konten gehört. Mir ist das selber mal passiert. Mein Yahoo-Konto mal, das ist Jahre her. Danach haben die das auch umgestellt. Ich war wohl nicht der Einzige. Plötzlich wurden in meinem Namen dann E-Mails verschickt an alle möglichen Leute. Nichts passiert zum Glück, aber trotzdem. Gestohlene Kreditkartendaten ist ja auch sowas, was man schon mal vielleicht leider erlebt hat. Aber du hast schon mal ein bisschen was gesagt, aber welche praktischen Schäden entstehen denn vielleicht mir als Privatperson sonst noch oder auch vor allem den großen Unternehmen? Du hast jetzt gesagt, Passkontrolle und so weiter oder Passekonten nicht ausgeführt worden, aber bei so großen Unternehmen, was kann denn da passieren, wenn die mal Opfer so einer Cyberattacke werden? Das ist eine sehr gute Frage und vielleicht nenne ich dir auch mal ein Beispiel, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Du hast ja schon gesagt, im Endeffekt hast du ja die einfachste Form schon mal genannt. Das sind sogenannte Phishing-E-Mails. Mhm. Und ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. So eine E-Mail wird wahrscheinlich jeder von uns schon mal erhalten haben. Und da versuchen im Endeffekt die Angreifer über die emotionale Schiene mich dazu zu bewegen, auf einen Link in einer E-Mail zu klicken. Die E-Mail lautet dann in der Regel wahrscheinlich ungefähr so, ja, sehr geehrter Herr Falco Block, Sie haben bei uns eine Bestellung aufgegeben. Leider ist die Rechnung immer noch offen. Sie haben immer noch nicht bezahlt. Wir müssen Sie jetzt leider ans Inkasso melden. Und entweder Sie klicken jetzt auf den Link und wehren sich gegen diesen Vorgang oder Sie bezahlen die Rechnung. Und da ist es so, dass durch den Aufbau von Emotionalität viele Personen schneller auf den Link geklickt haben, als überhaupt nochmal drüber nachzudenken, ob es überhaupt sinnvoll ist, drauf zu klicken. Und was passiert, wenn ich auf diesen Link klicke, ist, ich öffne dem Angreifer im Endeffekt die Haustür, beziehungsweise ich lasse diesen in mein Netzwerk rein. Das heißt, um es jetzt mal auf die Privatperson ja erstmal zu beziehen, ist es so, dass dann im Folgenden ein Datendiebstahl stattfindet. Da der Angreifer ja jetzt ja nun den Zugang zu meinem Netzwerk hat, kann er auf Bankdaten, Fotos, E-Mails und sehr viele private Dinge ja Einfluss nehmen und kann diese im Endeffekt runterladen. Und was er anschließend macht, ist ja mich damit zu erpressen. Das heißt, im Endeffekt, ich kriege nur gegen eine Bezahlung meine Daten wieder zurück. Und sollte ich dem nicht Folge leisten, hat er noch die zweite Möglichkeit, das Ganze auf einem Marktplatz im Darknet weiterzuverkaufen. Da entsteht mir natürlich persönlich ein großer Schaden. Aber noch größer sind die Schäden für Unternehmen, wenn in diesem Link eine sogenannte Ransom-Software runtergeladen wird. Eine Ransomware ist ein Schadprogramm, wodurch
die Mitarbeiter keinen Zugriff mehr auf das System vom Unternehmen haben. Jetzt stellen wir uns einfach mal ein Industrieunternehmen vor, das zum Beispiel ja einen Fahrradrahmen herstellt. Das heißt, das System ist komplett gesperrt. Was passiert? Es kommt zu einem Produktionsausfall. Das heißt, das Unternehmen kann nicht mehr diesen Fahrradrahmen beispielsweise produzieren und das Ganze kann dann bis zur Insolvenz führen. Und was die Angreifer da versuchen, ist genau wie bei der Privatperson, ist ein Lösegeld zu erpressen. Und wenn das Unternehmen dann das Lösegeld zahlt, kann es auch oft vorkommen, getreu dem Motto, ja, was einmal geklappt hat, klappt auch ein zweites Mal und es wird wieder Lösegeld erpresst. Und was man auch noch sagen muss, dass wenn dann am Ende die Angreifer das System wieder freigeben, kann es sehr lange dauern, bis das gesamte System wieder hochgefahren ist. Und da kann dem Industrieunternehmen natürlich ein Folgeschaden blühen und natürlich auch ein Reputationsschaden. Denn wenn ich jetzt beispielsweise die Fahrräder, die Rahmen innerhalb einer gewissen Zeit an das nächste Unternehmen zur Weiterverarbeitung liefern muss, kann natürlich auch die Geschäftsbeziehung mit dem auftraggebenden Unternehmen natürlich gefährdet werden. Das heißt, ich könnte dann auch Aufträge in der Zukunft verlieren. Deswegen finden wir es auch so wichtig, dass dieses Thema Cyberangriffe, IT-Sicherheit, IT-Infrastruktur ganz weit oben auf der Agenda jedes Unternehmens platziert wird. Das macht absolut Sinn. Das kann ich auch ein bisschen besser nachvollziehen, weil ich habe immer gedacht, ja Gott, dann wird halt mal eine E-Mail gehackt, an Anführungsstrichen. Aber wenn natürlich ganze Produktionsprozesse da nicht mehr laufen, das macht nicht Sinn. Das ist schade, aber ich kann es nachvollziehen, warum das dann so wichtig ist. Jetzt hattest du auch geschrieben, viele Unternehmen sind ja eben auf Unterstützung angewiesen. Die schaffen das eben meistens nicht selbst. Die haben natürlich auch eine eigene IT-Abteilung, Sicherheitsabteilung vielleicht auch, aber die schaffen das eben nicht selber alles zu beheben und diese externen Cyberattacken abzuwehren. Du hast dir in deiner Studie jetzt ein paar Firmen angeschaut, die aber in dem Bereich aktiv sind und das muss man zudem auch betonen, börsennotiert sind. Das sind nämlich nicht alle. Welche Konzerne sind denn das und wie schützen die denn ihre Kunden? Was haben die denn da anzubieten? Also es gibt einige börsennotierte Unternehmen, wobei man aber sagen muss, dass die Vielzahl der Unternehmen immer noch nicht börsennotiert sind und oft in privater Hand sind. Aber um jetzt mal Unternehmen zu nennen, das derzeit größte Unternehmen ist Palo Alto Networks aus den USA. Und die haben mittlerweile schon eine Marktkapitalisierung von über 90 Milliarden US-Dollar erreicht und sind in dem Bereich ein absolutes Schwergewicht. Und was Palo Alto macht, also sie sind spezialisiert auf die Netzwerksicherheit und bietet unter anderem Firewalls an. Und diese Firewalls überwachen den ein- und ausgehenden Datenverkehr zwischen Systemen und Netzwerken. Das heißt, die können dann im Endeffekt Eindringlinge und Bedrohungen mithilfe dieser Firewalls erkennen und im Endeffekt eliminieren. Aber darüber hinaus sind sie wirklich in allen Bereichen tätig, was mit dem Thema Cybersicherheit zu tun hat. Dann gibt es aber auch noch über Palo Alto hinaus noch ein weiteres Unternehmen, was aber sehr speziell aufgestellt ist. Das ist das Unternehmen CrowdStrike. Die sind spezialisiert auf den cloud-basierten Schutz. Das heißt, alles, was im Endeffekt mit dem Thema Cloud zu tun hat. Und vor allem sind sie da im Thema Endgerätesicherheit platziert und profitieren natürlich hier von der steigenden Anzahl an Endgeräten, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Und da kommt natürlich ein wichtiges Thema zum Tragen, das Thema Smart Home. Falko, ich gehe davon aus, du wirst wahrscheinlich eine Alexa oder auch einen Staubsaugroboter bei dir im Haushalt haben, oder? Ja, Staubsaugerroboter, so weit sind wir noch nicht, aber die, sie ist weit genug weg, weil man ihren Namen ja sagt, dann hört sie gleich. Ja, eine Alexa ist da. Mir wurde auch schon gesagt, die spitzt immer die Ohren, weil sie ja sofort immer verfügbar sein muss, richtig? Ja, da hast du recht. Da ist dann im Endeffekt so, je mehr Endgeräte es gibt und je mehr mit dem Netzwerk verbunden sind, desto mehr Angriffsfläche biete ich dann natürlich auch dem Angreifer. Und da kommt dann natürlich eine CrowdStrike das Ganze zugute, dass es einfach immer mehr Endgeräte gibt. Und auch, was auch ein wichtiges Thema ist, dass viele Unternehmen ja immer mehr ihre Daten und Rechenzentren ja in die Cloud verlegen. Und da kommt dann auch eine CrowdStrike mit ins Spiel, die mit den großen Cloud-Anbietern zusammenarbeitet und da natürlich ein sehr starkes Wachstum generiert. Und was wir in der Cybersecurity-Branche auch noch sehen, ist, dass es ja, wie schon erwähnt, eine Vielzahl von Anbietern gibt. Und da gibt es aktuell auch eine Übernahmewelle und die ist aktuell in vollem Gange. Das heißt, die großen finanzstarken Unternehmen sind momentan richtig auf einer Shopping-Tour und kaufen viele kleine Wettbewerber auf, um einfach die eigene Marktposition zu stärken und zu verbessern.
Jetzt hast du in deiner Studie auch ausgeführt, dass es für die beteiligten Unternehmen, ich habe es ja auch vorhin schon mal gesagt, um einen sehr lukrativen Markt handelt. Klar, wenn ich natürlich Unternehmen dafür schütze, dass es vielleicht im Extremfall sogar insolvent gehen kann. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Von welchen potenziellen Erträgen oder Wachstumschancen gehst du denn hier aus? Das ist ein guter Punkt. Also die Experten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2028 jährlich circa 10% wächst und am Ende so ein Umsatzvolumen von knapp 260 Milliarden US-Dollar erreicht. Aber die Prognose kann natürlich steigen durch viele weitere erfolgreiche Angriffe. Und es ist ja so, wo große Schäden entstehen, da kommt dann natürlich auch der Aufseher und die Regulatorik mit ins Spiel. Und so werden beispielsweise Unternehmen in Europa und jetzt auch bald in den USA verpflichtet, eine Sicherheitsstrategie vorzuweisen. Und die müssen dann im Endeffekt IT-technisch deutlich aufrüsten, um diese Vorschriften zu erfüllen. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, das hattest du ja am Anfang erwähnt, das Thema Fachkräftemangel. Denn oft ist es ja so, dass, um die Vorschriften umsetzen zu können, natürlich Mitarbeiterressourcen gebraucht werden. Und aktuell haben wir ja einen Fachkräftemangel. Das heißt, die Mitarbeiter sind nicht viele vorhanden, um dann dieses ganze Thema bewältigen zu können. Und da kommen dann auch wieder unsere Cyberunternehmen ins Spiel, die den Unternehmen helfen können. Das heißt, man kann das Ganze dann auch an dieses Cyberunternehmen theoretisch auslagern und das lassen die sich natürlich einiges kosten. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Wachstumsmarkt für dieses Cybersicherheitsunternehmen. Ja, das heißt also nicht nur wie so, ich lagere Sachen in die Cloud aus, sondern mittlerweile auch lagere ich diese Fachkräfte oder was heißt Fachkräfte, also diese Leistungen dann aus. Das macht natürlich Sinn. Und dass diese Sicherheitssoftwarefirmen, so nenne ich es jetzt mal, also zu den absoluten Profiteuren gehören können, das leuchtet mir ein. Jetzt habt ihr in eurer Studie aber interessanterweise auch den sogenannten Rückversicherer Munich Re aufgeführt. Rückversicherer ist ja normalerweise ein Versicherer der Versicherer, das heißt, die tragen dann immer die ganz großen Risiken, wenn es also zu Naturkatastrophen kommt und sowas. Das fand ich interessant. Was hat denn so ein Versicherungskonzern mit dieser Materie jetzt hier zu tun? Ja, das ist sehr spannend. Heutzutage kann man sich ja eigentlich gegen so gut wie alles versichern. Das stimmt. Die bekannteste Versicherung ist die Haftpflicht. Ich hoffe, die hat auch jeder von uns. Und man kann sich ja mittlerweile gegen Fahrraddiebstahl, Haustür, Schlüsselverlust, man kann sich ja wirklich gegen alles versichern. Und mittlerweile bieten die Versicherungen, die Munich Re vor allem, auch Schutz gegen Cyberangriffe an. Und das Ganze lassen die sich auch einiges kosten, weil es einfach sehr, sehr wenige Daten aus der Vergangenheit gibt. Da macht natürlich Munich Re einen deutlichen, entsteht natürlich für Munich Re ein deutliches Umsatzpotenzial und ist natürlich auch ein sehr wachsender Markt. Aber gleichzeitig doch können die Kosten ja, gut, okay, die werden das schon wissen, was sie da machen, aber andererseits denke ich mal so, die Schäden, die entstehen könnten, oder ersetzen die dann den gesamten Schaden? Oder wie wird das dann, was ist ja so, ne, mir fällt was runter, du hast recht, Haftpflicht, ich habe beim Kumpel was kaputt gemacht, dann wird es bezahlt. Und wie ist das da? Bezahlen die dann da alles oder gibt es da irgendwelche Grenzen auch? Ja, in der Regel gibt es dann auch eine Versicherungssumme. Und was natürlich Unternehmen auch ein Vorteil ist, wenn man so eine Versicherung abschließt, es wird natürlich ja auch erstmal ein sogenannter TÜV stattfinden, wo dann das Versicherungsunternehmen Spezialisten und Experten ins Unternehmen schickt und erstmal schaut, wie sind die denn überhaupt aufgestellt? Ja, klar. Weil wenn das Unternehmen jetzt natürlich, sage ich mal, noch gar nichts in dem Thema IT-Sicherheit auf die Beine gestellt hat, dann wird es natürlich sehr, 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 sehr teuer für das Unternehmen. Mhm. Denn einfach, da ist natürlich der Angreifer viel schneller dran, einen Schaden anzurichten. Also da wird wirklich nochmal wie so ein TÜV durchgeführt, um dann überhaupt das Ganze abschätzen zu können, was denn an Schaden eintreten könnte. Jetzt sage ich immer, kaum ein Anlagethema, auch bei mir hier im Podcast heute noch ohne das Stichwort künstliche Intelligenz auskommt. Aber man muss ja auch sagen, nur weil ein Unternehmen künstliche Intelligenz verwendet, heißt ja noch lange nicht, dass sie damit auch Geld verdienen. Klar, wenn ich natürlich meine Produktionsprozesse verschlanke, kann ich damit Geld sparen, dann habe ich es indirekt verdient. Aber bei den Unternehmen, die du ja hier dir angeschaut hast, bei diesen Sicherheitsunternehmen, die du in deiner Studie analysiert hast, ist das ja anders. Hier schreibst du, dass diese künstliche Intelligenz ganz konkret einsetzen, um ihre Produkte zu verbessern und das können auch wieder zu mehr Umsätzen führen. Wie funktioniert denn das? Wie machen die Unternehmen das? Wie und wo setzen die da KI ein? Das ist eine sehr wichtige und auch gute Frage. Und wie du auch schon gesagt hast, das ist aktuell die spannendste Entwicklung überhaupt und ist ja auch ein heißes Thema an den Börsen. Und das hat ja auch regelrecht für Wahnsinnskursfantasien gesorgt und einen regelrechten Hype ausgelöst. Und dazu muss ich sagen, dass die genannten Unternehmen, also CrowdStrike, Palo Alto, schon länger KI erforschen und auch in ihren Produkten einsetzen. Das heißt, man kann es sich so vorstellen, die KI durchsucht große Datenmengen nach Anomalien,
die auf Sicherheitsvorfälle hinweisen könnten und kann dann relativ schnell verdächtige Aktivitäten erkennen, die zum Beispiel einem menschlichen Beobachter entgehen können. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein Sicherheitsvorfall eintritt, dann kann die KI in Echtzeit das Ganze analysieren und kann die Bedrohung im Endeffekt abwehren. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch sich das Ganze anschauen müsste, geht er im Endeffekt wertvolle Zeit verloren. Im Gegensatz kann die KI dann quasi in Echtzeit das Ganze stoppen. Und man muss sich so vorstellen, jeder Angriff, also jeder Cyberangriff, der stattfindet, hat ein eigenes Muster und eine eigene Signatur. Und je mehr Angriffe stattfinden, desto besser kann die KI dann auch neue Trends erkennen und auch eine Vorhersage treffen über künftige Bedrohungen. Das heißt, im Endeffekt wird die ganze Datenbank sozusagen mit jedem Angriff gefüttert und kann dann viel schneller auf das ganze Thema reagieren. Und daher gehen wir auch davon aus, dass die KI einen sehr, sehr wichtigen Beitrag für die Branche in Zukunft leisten wird. Und das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite der Medaille, denn die KI kann natürlich nicht nur den Cyberunternehmen weiterhelfen, es kann natürlich aber auch die Gegenseite unterstützen, und zwar die Cyberkriminellen in dem Fall, und kann natürlich helfen, sehr, sehr authentische Phishing-E-Mails zum Beispiel zu erstellen. Das heißt, die sind deutlich besser geworden als früher, sodass man kaum eigentlich noch einen Unterschied erkennt. Und da besteht natürlich die Gefahr für dich und für mich und auch für Unternehmen, aber kann natürlich dazu führen, dass die Unternehmen noch mehr Wachstum generieren, weil ja, wenn die Angriffe auch besser werden, müssen sie auch besser werden und müssen noch mehr helfen, die Unternehmen und die Privatpersonen zu schützen. Das ist dann quasi so eine Art gegenseitiges Wettbewerb, ne? Genau, das Darknet im Endeffekt nutzt KI, aber die anderen auch, und die anderen müssen dann immer schneller und besser werden. Aber das ist mal ein guter Punkt, wo man wirklich mal konkret sehen kann, wo dann diese ja manchmal etwas nebulösen Ausführungen von KI ist die Zukunft dann auch wirklich mal praktisch eingesetzt werden können. Das finde ich super. Markus, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Wie sieht das eigentlich mit dem Thema Cybersecurity im privaten Bereich aus? Du hattest ja schon ein paar Sachen erwähnt, ich auch. Was kannst du denn, vielleicht hast du da die Erfahrung aus dem Schreiben deiner Studie, hast du dich ja mit dem Thema beschäftigt, worauf sollte ich achten, um nicht selbst Opfer einer Hackerattacke zu werden? Was kann ich machen? Was soll ich vielleicht auch unterlassen? Ja, hier wäre natürlich mal so ein Klassiker zu nennen. Ja, bitte nicht das Passwort 123456 nutzen, weil das ist natürlich so, ich glaube, das ist sogar noch das meistverwendete Passwort überhaupt. Ich habe gehört, das geht nur bis zu 5 und dann ist schon Schluss, ja. Oder bis zu 5. Aber ja, das ist natürlich so der Klassiker, den man da bitte nicht nutzen soll. Man kann sich dann natürlich einen Passwortmanager anlegen, der einem sehr gute und auch lange Passwörter erstellt, um das Ganze zu schützen. Aber was natürlich, sage ich mal, die einfachsten Sachen sind oder Dinge sind, die man selbst persönlich machen kann, ist das Betriebssystem und die Software auf dem Laptop, dem PC, dem Smartphone immer aktuell zu halten. Denn nur so können wichtige Sicherheitslücken geschlossen werden. Und das kann man ganz einfach machen, indem man die Sicherheitseinstellungen auf seinem Laptop oder PC öffnet und dort den Button anklickt, automatisches Update. Und dann wird das Ganze automatisch jedes Mal aktualisiert und man ist da immer auf dem neuesten Stand. Und diese Sicherheitslücken, die vorhanden sind, werden durch jedes neue Update dann wieder geschlossen. Und das Ganze funktioniert dann auch bei den Apps genauso im App Store. Da kann man auch im Endeffekt anklicken, dass das alles automatisch vonstatten geht. Und so ist man immer bestens abgesichert. Und ja, noch ein Zusatzpunkt ist, den man auch nutzen kann, ist zusätzlich zum bestehenden Virenschutz. Die sind ja meistens auf den PCs vorinstalliert, wie zum Beispiel der Microsoft Defender, der ja mittlerweile auch deutlich besser ist, als sein Ruf, sage ich mal, aussagt. Da kann man auch zusätzlich einen kostenlosen Virenscanner installieren. Und da findet man auch sehr gut auf chip.de oder Verbrauchercenter, da findet man auch sehr gute Tests, welche sich dafür eignen und welche man da am besten benutzen sollte. Also da hat man schon wirklich sehr gute Möglichkeiten. Und was man auch noch vermeiden sollte, ist jetzt vielleicht auf unseriösen Internetseiten unterwegs zu sein. Und vielleicht sollte man auch die eine oder andere Seite vorher vielleicht mal googeln, ob es da nicht irgendwelche Erfahrungsberichte gibt, die da vielleicht sagen, okay, die Seite ist nicht seriös. Und dann sollte man sich lieber davon fernhalten. Ja, und dann hast du vorhin noch gesagt, oder beziehungsweise unsere IT hat mal gesagt, Brain 2.0 ist aber doch der beste Virenscanner, also indem ich entsprechend, wenn ich so eine E-Mail bekomme, immer hinterfrage, da steht Ihre Bank oder unter Unterschrift ohne alles, ne, klicken Sie jetzt hier. Wie war das? Du hast immer gesagt, Psychologie wird angesprochen, Druck wird aufgebaut, ich muss sofort etwas machen, da muss man sich dann am Riemen reißen und überlegen, kann das wirklich so sein? Soll ich wirklich hier drauf drücken, um dann meine Daten da einzugeben, bei so einer E-Mail zum Beispiel, ne? Ja, absolut. Also da versuchen halt wirklich die Angreifer über dieses Thema Psychologie, Emotionalität da wirklich Druck aufzubauen. Und
Ja, es ist halt heutzutage so, wenn ich jetzt so eine E-Mail bekomme, da bin ich natürlich auch erstmal überfordert, sage ich mal. Und da ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, sich das Ganze nochmal durchzulesen. Macht es da überhaupt Sinn? Habe ich da überhaupt wirklich bestellt? Und dann nicht direkt auf den Link zu klicken, um da im Endeffekt ja einen Schaden abzuwenden. Okay, dann fasse ich mal kurz zusammen, also das Thema Cybersecurity, auch wenn es man immer mal wieder hört, weil man vielleicht selber betroffen ist, dass die Kommune mal 3 Wochen nicht arbeiten kann, aber ansonsten eher so ein bisschen unter dem Radar ist, ist ein ganz wichtiges Thema, Sicherheitsrisiko oder Unternehmensrisiko Nummer 1 mittlerweile mit Milliarden Schadenspotenzial. Auf der anderen Seite gibt es aber da wieder Unternehmen, die schützen andere mit auch wieder enormen Umsatz- und Ertragspotenzial. Du hattest hier ein paar Unternehmen genannt, die man sich da mal anschauen kann. Und KI ist ein richtiger praktischer Einsatzpunkt hier, den die Unternehmen wirklich nutzen können. Also interessantes Entwicklungspotenzial, was sich hier ergibt. Auf der privaten Seite alles aktuell halten, nicht auf verdächtige Links klicken, immer ein bisschen vorsichtig sein und die Daten natürlich irgendwo, ja, ich sag mal, ungefiltert irgendwo reingeben und auf jeden Fall auch gute Passwörter zu verwenden. Markus, dann sage ich danke für den Austausch und auch deine Einschätzung zu einem sehr spannenden Thema. Gerne. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal einen Einblick in dieses Boom-Thema Cybersecurity geben und auch den davon profitierenden Unternehmen euch einen Überblick geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen zur Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen zu zukünftigen Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.